Hallo und ein herzliches Willkommen zu LS22 hier auf der Elm Nicht Creek. Bei, nein, auf der Elm Creek bei Farmers Tagebuch. Ich habe jetzt gerade schauen müssen, wie ich es anfange. Bei mir sind heute dabei der Lenny, der Flo und der Markus. Servus. Moin. So, wir haben heute geplant, wir machen heute mal eine Staplerprüfung, weil jeder hier auf der Map mit Stapler rumguckt. Die einzigen zwei, und ab heute zähle auch ich dazu, juhu, die einzigen zwei, wo einen Staplerschein haben, ist der Flo und ich. Und die anderen, die machen wir jetzt quasi online einen Staplerschein. Dürfen natürlich hier auch testen. Ja, mein Gott, wir waren auch Schwarzfahrer hier auf der Map, sei da ganz ehrlich, war auch Schwarzfahrer. So, das Auto lasse ich bewusst hier stehen, dass man hier ein bisschen so ein Parcours hat. Wenn man es genau nimmt, ja, müssten wir, glaube ich, sowieso nochmal, wenn wir in die USA richtig auswandern würden, nochmal einen neuen Staplerschein machen, weil die, glaube ich, andere Gesetze und so weiter haben. Okay, ja, aber gut, wir machen jetzt mal so, dass das hier für die Situation passt. Ich weiß, also jetzt soll man einen kleineren Meinung, Stapler so ist, nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment, wir haben doch bestimmt einen E-Stapler, oder? Ich würde es gerne mit dem E-Stapler machen. Ich habe ganz ehrlich. Nee, der Manito. Der Jungheinrich, das ist ein E-Stapler, genau. Hat jemand einen Jungheinrich dort? Nee, das ist Gas. Nein. Ich habe einen Jungheinrich bei mir oben. Kein E-Stapler, wir haben keinen E-Stapler drin, ich würde es nicht glauben. Gut, dann machen wir halt das mit dem. Hm? Ist ja egal. So, jetzt gucke ich mal kurz, dass wir nicht dann zu lang werden mit dem Folgenzeugs. Müssen wir auf 2-3 aufteilen, macht da nichts. So, also, ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserer heutigen Staplerprüfung. Markus und an Lenny. Prüflinge, stellt euch mal nebeneinander. Genau, wir stellen wir uns auch mal zusammen da. So, also, wir gehen mal jetzt ein bisschen Theorie durch. Ich möchte schauen, dass es möglichst kurz hält. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben auf 5 Zählen, was ich so im Kurs mitgeschrieben habe. Das ist jetzt aktuell. Es ist Wirklichkeit, Leute, kein Scherz. Ist wirklich aktuell. So, dann kommen wir erst einmal Technik. Jetzt haben wir erst einmal Theorie, gell? Wie gesagt, Theorie. Dann kommen wir erst einmal zu der Technik eines Staplers. So, die Technik eines Staplers. Wir haben vorne das Hubgerüst. Das ist der ganze große Masten. Der große Masten vorne. Dann haben wir den Gabelträger. Das ist dieses viereckige Teil unten da, wo die Gabeln dranhängen, dann kommen die Gabeln. Dann kommt der Fahrerschutz, das ist das Dach, beziehungsweise der ganze Aufbau, das ist der Fahrerschutz. Dann haben wir noch Gegengewicht, das ist hinten alles drin. Das ist jetzt in dem Falle der Motor. Beim E-Stapler wären es die Batterien. Und beim Gasstapler, da hast du auch ein Gegengewicht hinten drauf. Weil da hast du nur die Gasflasche drin für den Motor, der ist auch nicht so groß. So, dann haben wir noch die Lenkachse, die ist hinten. Die zwei kleineren Reifen, das ist die Lenkachse. Und vorne die großen Reifen ist die Triebachse. So, beim E-Stapler, wenn wir den laden. Was ist da sehr gefährlich? Ich weiß was. Ja, bei der Batterie müssen wir aufpassen, nicht damals, dass es zerreißt. Genau, das ist erst schon mal richtig. Und was ist noch was musst du noch beachten? Wenn du einen E-Stapler ladest, wo soll er stehen? Möglichst. In einem belüfteten oder in einer großen Halle, weil beim Beladen ein Knallgas entsteht und damit Explosionsgefahr. So. Beim Wasserauffüllen bei einem E-Stapler. Woran kannst du es erkennen, dass genug Wasser dann drin ist? Wenn man es auftritt, die Schraube von der Batterie. Nee, haben wir heutzutage nicht mehr. Schraube haben wir nicht mehr. Markus, ist zu lange her. Ja. Nee, wenn du den
Was ist denn jetzt passiert? Flo? Ja? Was ist denn jetzt passiert? Wo bist du denn jetzt hingekommen? Ich kann jetzt kurz Lulu machen, hinterm Busch. Bin mich gerade am Umziehen. Mach einfach weiter. Am Umziehen. Okay. Ja. Bei der Batterie sind jetzt zum Befüllen, da sind so weiße Punkte drauf. Wenn diese weißen Punkte dunkler werden, gehört Wasser nachgefüllt. Wenn du Wasser nachfüllst, dann werden diese Punkte wieder weiß. Wenn die dann voll sind, dann sind alle Punkte weiß, dann weiß man, das ist alles korrekt aufgefüllt. Was nimmst du zum Auffüllen her? Destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser, richtig. Wie viel kann das schon mal draufgehen für eine Batterie? Oh. Kommt auf, wie groß hat die Batterie ist. Ja, das auch. Und wie stark das entladen war, genau, und wie stark dass das Wasser verdampft ist. Aber bis zu 10 Liter Wasser sind normal, können draufgehen. Ja. Gell? Mhm. Bei einem Stapler mit Gas, was sollte man da beachten? Wenn man die Gasflasche hinten drauf legt. Lenny, du eine Idee? Nicht wirklich, ne? Wenn man bei einem Gasstapler hinten die Flasche drauf legt, bitte das Ventil ganz nach unten zeigen lassen, damit sich das maximal entleeren kann, damit kein Reststau vom Gas drin ist. Und nicht mit einer Kippe dran rumhantieren. Das sowieso nicht. Nee, und das immer ist sehr gefährlich. Und immer nach Arbeitsende den Gashahn zudrehen. Ja. Auch wichtig. Wenn ein Gasstapler nach maximal 2 Versuchen nicht anspringt, nicht lang drum rumhantieren, nicht nochmal weiter probieren, weil es könnte sein, dass dass schon Gas eingesprüht ist. Explosionsgefahr. Bitte Werkstatt oder Fachpersonal, also eine Fachwerkstatt, wo den dann überprüft, kontaktieren. Sehr wichtig. So. Manche Stapler haben auch noch so ein Fahrschutzdach drauf, also so ein drauf. Wofür ist das? Lenny, du vielleicht eine Idee? Ich kann mir vorstellen, falls was rauffällt, ne, dass man nicht gleich flöten geht. Richtig. Bei Höhen, Fahrerschutzdach, bei Höhen, dass Lasten auf dem Fahrer fallen können. Also da Lasten auf dem Fahrer fallen können, das stimmt, ist schon mal richtig, korrekt. Und denkt dran, immer anschneiden, wenn ihr den Stapel benutzt, weil es kann sein, dass ihr mal zu schnell in eine Kurve fahrt und wenn ihr damit umkippt und ihr seid nicht angeschnallt, kann es das mit euch gewesen sein. Ihr könnt dadurch umkommen. Was ist zu beachten, wenn man bei einem Stapler Anbaugeräte anbringt? Markus, hast du eine Idee? Lenny, du vielleicht? Ja, das Thema, dass sie fest dran sind, ne? Dass sie nicht wackeln und so. Ja, das ist so ist Voraussetzung. Aber dass die Teile richtig montiert sind. Ja, das ist auch richtig. Aber Flo, du weißt es normalerweise auch. Was ist bei einem Anbaugerät? Sagen wir mal, zum Beispiel. Du hast jetzt 1500 Kilo und so ein, sagen wir mal, du baust jetzt eine Schaufel an, die hat 500 Kilo. Was verändert sie? Ja, das Gewicht vorne natürlich. Das Gewicht, richtig. Und das Gewicht, wenn sie vorne, man muss immer schauen, wie viel hast du insgesamt zum Laden, wie viel darfst du laden, sagen wir mal, gehen das mal von 1500 Kilo aus, 1,5 Tonnen. Und die Schaufel hat aber schon 500 Kilo, dann darfst du nur noch 1 Tonne zuladen. Ja. Gelene Markus, müsst es bedenken, das ist wichtig. Ja. So. Worauf sollte man achten bergauf beim Fahren? Markus, das weißt du bestimmt.
wenn du den Lastberg auffasst, was musst du? Die Gabel ganz weit nach unten. Mm-mm. Ah, jetzt weiß ich. Ah, die Gabel muss weit unten sein. Nein. Das hast du Krampf einlassen. Bergauffahrt oder na. Bergabfahrt. Immer bergseitig befahren. Das heißt, bergauf, eh zum Berg, ist klar. Bergab, wenn du eine Lastfahne drauf hast, bitte rückwärts befahren. Nicht vorwärts, also sonst nein, so wegen der Kippgefahr und weißt eben halt auch, genau, wenn du die Last dann runterwirfst, ist auch nicht gerade feierlich und schwerer. Richtig. So, verdoppelte Geschwindigkeit ist gleich vierfache der Wellenkraft. Lenny? Würde, ne? Wenn ich zu schnell in die Kurve fahre oder wenn ich zu schnell abbremse, welche Kraft wirkt da? Wenn ich das wüsste. Markus? Wenn ich zu schnell in der Kurve fahre, welche Kraft wirkt da? Haben wir gestern erst gehabt. Gestern haben wir sie ja gehabt, ja. Kann doch nur die G-Kraft sein, oder was? Ich glaube, die Fliehkraft ist da. Die Fliehkraft. Ah. So. Bei der Fliehkraft, beziehungsweise beim Dings, wie wirfst du schneller um? Mit vollem beladenen Stapler oder mit leeren Stapler? Mit vollen Stapler. Lenny? Ich würde leer sagen. Mit leeren Stapler. Markus, da hat der Lenny recht. Mit leeren Stapler wirfst du viel schneller um wie mit vollen. Weil voll hast du ein wenig Last drauf, da verlagert sich der Schwerpunkt. Ja. Der Schwerpunkt beim Stapler ist Leerzustand immer hinten bei der Lenkachse. Es ist generell, ob das jetzt hinten in der Mitte die Achse ist oder ob der vier Reifen hat. Der Achspunkt ist immer hinten in der Mitte, weil die Achsschenkel hinten in der Mitte zusammengehen. Der Schwerpunkt ist immer hinten auf der Achse. Wenn du vorne eine Last drauf hast, verlagert sich der Schwerpunkt nach vorne. Das heißt, du könntest schneller kippen nach vorne. Also auch bitte hier die Zeichen, hier sind ist so eine Tabelle. Die Tabelle immer beachten. Wenn ich so und so viel Last habe, darf ich nur so und so viel Meter ausheben, sonst kann ich umkippen. Da kommen wir aber noch dazu. Pass auf, das war jetzt das. Betriebsfahrt, wie darf ich den Stapler fahren? Markus, wo darf ich den Stapler überall fahren? Oder brauche ich da eine... Eine Genehmigung braucht man. Was noch? Und wenn es praktisch wenn du einen Führerschein hast, dann musst du den Führerschein am Vorgesetzten herzeigen. Genau, richtig. Stimmt. Jetzt sagen wir mal, jetzt ist er, meine zweite Halle gegenüber von der Straße. Was brauchen wir dann, Lenny? Ich weiß nicht. Du brauchst einen gültigen Führerschein der Klasse L, also fürs Baumaschinenfahrzeug 25 km/h. Und du brauchst für einen Stapler der wo über 20 km/h geht, der geht über 20 km/h übrigens, brauchst du ein zulässiges Kennzeichen, so wie bei den Autos und Gerätschaften auch. Der muss angemeldet sein. Unter 20 km/h
reicht ein Plakette vom Besitzer, also da muss ein Namensschild dran sein mit Adresse und Zeugs. Aber was zu über 20 km/h geht, brauchst du ein Nummernschild. So, dann kommen wir mal zu den Bedienungseinrichtungen. Der erste, der Not, also in dem Fall bei dem Stapler ist es mitten drauf. Warte mal, schauen wir kurz nach, bitte. Ne, der Notaus ist da links. Neben dem Lenkrad ist links der rote Knopf unten. Siehst du den? Bei den Amazonen? Lenny? Markus? Ja. Seht ihr den? Das ist der Notaus. Das ist schön auffällig gestaltet, ne? Ja, das ist der Notaus. Wenn er da drauf haut, steht das Ding. Den da. Egal was. Na, da. Ist. Ja. Ja. Dann steht das Ding. So. Zum Führen eines Staplers, wie alt. Nicht anschalten. Zum Führen eines Staplers, wie alt muss man sein? Lenny, hast du eine Idee? Ich kann mir vorstellen, 16 plus. Nein, Markus hat recht, 18 Jahre. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ja, es gibt Ausnahmen. Da muss. Moment. Es gibt auch Ausnahmen, man kann auch mit 16 machen, aber nur dann Beaufsichtigung durch eine erwachsene Person. Die muss da sein. Genau, das vorhin haben wir eh schon mal gehabt, dass der hat Scheinwerfer drauf, Blinker, Brems, ja. Schlusslicht, Rückspiegel, da war der Markus recht gut dran. So, ja. Da steht es nochmal da, ich habe mir das da mitgeschrieben in der richtigen Dings. Also Leute, das ist wirklich kein Scherz, das ist wirklich echte Prüfung, gell? Was wir halt machen. So, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, für die Tätigkeit ausgebildet. Anforderungen sind verantwortungsbewusst, damit umgehen mit dem Gerät, es ist saugefährlich und Zuverlässigkeit, Vorsicht und gegenseitige Rücksicht ist eh klar. So. Fahren auf Straßen haben wir schon gehabt, bis 6 km/h frei. Über 6 km/h, Scheinwerfer, Blinker, Bremse, bla bla bla, haben wir eh gehabt. Gabelsicherung, noch wichtig, haben wir vorhin vergessen. Die Reifen müssen stimmen und das Profil muss stimmen. So. Und dann haben wir noch, wenn wir jetzt eine Last ausheben, sagen wir mal die Last, soll 2 Meter hoch gehoben werden. Ja, sagen wir mal, die Dinger sind 50 cm hoch, die Paletten. Wie viel Sicherheitsabstand muss vorne gehalten werden? Moment, da gebe ich euch eine kleine Hilfe, so fair bin ich. Wenn die Faustformel Höhe der Behälter mal 1,5 ist. Mathematik. Schau, Lenny, renne doch einfach. 50 cm sind es hoch. 3 mal 50 cm ist 1,50 m. 1,50 m mal 1,5. 1,50 m, oh Gott. 1 mal 3,5 ist 3,50 m, also 3,50 m Abstand nach vorne. Abstellen des Staplers. Schmann, müssen wir erst einmal sagen, wenn ich das Fahrzeug fahren möchte und ich will jetzt da mit dem Drum, jetzt sind die vorne die Paletten hin, sagen wir mal. Was
muss ich beachten? Was muss ich jetzt dann auf die erste tun? Vor Fahrtbeginn. Markus? Zuerst einmal einen Stapler mal anstatten, da er rennt. Nein. Wieso? Nicht anstatten, dass er rennt. Nein. Der Flo kann das wahrscheinlich sagen, der weiß es bestimmt noch. Ich hab grad nicht aufgepasst, nochmal bitte. Bevor er einen Stapler starten möchte, was muss ich auf die erste tun? Ah, die Sicherheit müssen wir zuerst beobachten. Ja, und was gehört zur Sicherheit dazu? Reifen überprüfen. Fahrzeugzustand. Ja, was sollte da alles beinhalten? Reifen einmal kontrollieren, ob die Reifen gut sind. Ja. Und die Zinken müssen wir auch kontrollieren, ob sie noch gut sind. Genau, weil die könnten ja vorne Risse haben, richtig. Rissen haben. Wenn jetzt das der Fall ist, was muss dann da? In die Werkstatt. Ja, darfst nicht du in die Werkstatt da? Nee. Wer darf das? Mama, wo wir den Stapler gekauft haben. Zum Beispiel. Ja. Also ein fachkundiges Personal ja. Informieren. Aber wen muss zuerst informieren? Ein Chef. Ein Vorgesetzten, richtig. Lenny, Frage an dich. Ja. Wenn ich jetzt da vorne zum Beispiel bei den Hydraulikschläuchen sehe, der ist angerissen oder da tritt Flüssigkeit aus, was muss ich dann tun? Einen Abschleppservice rufen oder so, ne? Oder einen Servicewagen oder was weiß ich. Deinem Vorgesetzten informieren, das ist das Erste. Dass der Stapler nicht verkehrstauglich ist, dass du den nicht bedienen lernst. Das ist das Erste. Und dann kommt das, was der Markus gesagt hat. Dann sollte ein Staplerservice, ein Staplerdienst informiert werden, der das Ding dann wieder wartet und herrichtet. So, beim Fahren mit dem Stapler. Wie kann ich denn schauen, ob noch alles, ob die Bremsen das funktioniert? Indem man mal einen kurzen Bremscheck macht. Genau, kurz der sieht wie also aus. Also kurz kleines bisschen Gas gibt und dann versucht voll in die Eisen zu gehen. Richtig. Aus geringer Geschwindigkeit steht da, genau. Genau. Lenkspiel, wie viel Lenkspiel darf es sein? Beim Stapler, beim Lenkrad? Tja, Flo, jetzt bist du auch damit gefordert, auch wenn du schon längst einen Staplerschein hast. Ja, das ist aber auch schon Jahre her. Zwei Fingerbreite, mehr nicht. Stimmt. Zwei Fingerbreite, Lenkspiel. Und bevor es dann auch noch losgeht, und das weiß ich noch, hier, Martin, muss man auch noch die Hydraulik überprüfen, dass da auch alles funktioniert am Hub. Haben wir gerade gehabt. Haben wir gerade gesagt, dass nicht aufpasst. Okay. Man muss vor der Abfahrt Abfahrtscheck machen, ob alles passt. Haben wir gerade gemacht, haben wir gerade durchgegangen. So, ja, aber jetzt das beinhaltet ja auch das. Ja. Jetzt sind wir gefahren mit dem drum. So, wie stellen wir einen Stapler ab? Lenny, brauche ich dich jetzt. Ja. Machen wir runter vor der Paletten, da hast jetzt nichts verloren drauf. Ja. Wie stelle ich einen Stapler ab? Nach der Bedienung. Nach der Arbeit. Na, die Gabel auf dem Boden, ne? Mhm. Alles, was dazu gehört. Jawohl. Ja, dann natürlich die ganze Elektronik aus, sag ich jetzt, wie Licht und so. Ja. Was haben wir noch alles? Nee. Ja gut, ich weiß nicht, ob Hydraulik zur Elektronik mit dazu zählt. Nein, ist anders. Ist anders als noch. Gehen wir es einmal kurz durch. So, gehen wir es mal kurz durch. Also, Abstellen des Staplers. Zinken absenken, Fahrtrichtung auf N und bitte auch den Hubmasten nach vorne. Soweit wie es möglich ist, dass die Zinken komplett am Boden sind.
Fahrtrichtung auf N, also auf neutral. Handbremse anziehen, Feststellbremse. Die ist übrigens gut. Also Leute, wir können es jetzt bei der Simulation nicht so machen wie in echt, aber die müsste eigentlich hier drüben angebracht sein. Oder beziehungsweise die neuen modernen haben auch schon irgendwo einen Knopf, den du drückst und dann ist die Handbremse drin. Gell? Wir können es aber jetzt nicht hier originalgetreu machen, weil das da nicht dabei ist. So. Kann auch sein, dass da der rote Hebel ist. Du meinst aber der rote hier drüben auf meiner Seite? Ja, ja, der unterm Lenkrad. Das kann auch sein. Genau. Weil ich weiß, dass hier links der rote Knopf definitiv notaus ist. Ja, ja, der war bei uns bei mir stopp, weil rechts ist es verschieden, aber das siehst du ja dann eh, wenn du fährst. So. Bei Abstellen des Fahrzeugs haben wir gesagt, Zinken absenken, Fahrtrichtung auf Feststellbremse, Schlüssel abziehen, Hydraulik entlasten. So, das ist einmal das. Leute, und ich sehe gerade, wir sind jetzt gerade bei unserer Folge, bei unserer ersten angekommen von dem heutigen Dienstag. Leute, wenn es euch nicht langweilt und wenn es noch mehr sehen wollt, dann schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wir sagen erstmal heute Tschüss und Ciao von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.